Da die Hersteller für Hochleistungsmotoren immer mehr Geräte in den Motorraum verbauen, um die Fahrzeuge effizienter zu machen und die Abgasnormen einzuhalten, zählt jeder freie Platz. Zu dieser Herausforderung kommen die höhere Leistung und höhere Temperaturen der Motoren. Das macht kühlere, sauberere Luft aus einem kleineren Luftfiltersystem absolut notwendig. Donaldson hat die Powercore-Technologie entwickelt, die bei geringerem Platzbedarf leistungsfähiger ist und eine Optimierung des Luftfiltersystems möglich macht. Wenn Sie die Powercore-Filtertechnik verwenden, erhalten Sie die gleiche oder eine bessere Leistung bei geringerem Platzbedarf. Powercore bietet die Freiheit für einzigartige Konfigurationen, um Anwendungen mit geringem Platzangebot und einfachem Gesamtaufbau gerecht zu werden. Dadurch wird der Grundsatz weniger ist mehr mit Powercore Realität. Powercore PSD mit länglichem Gehäuse ermöglicht schmale und breite Einbauten. Powercore Modelle verfügen über einen Servicezugang am Ende oder an der Seite. Die Powercore Filtermedien bestehen aus geriffelten Elementen, die übereinander geschichtet sind. Dies gibt dem Filter seine feste und robuste Struktur. Das gerade geriffelte Profil ist abwechselnd verschlossen. Dadurch kann die Luft in ein offenes Profil gelangen und ist gezwungen, durch das angrenzende Profil weiter zu fließen. Auf diesem Wege erhält der Motor saubere Luft. Ein PowerCore-Filter hat im Vergleich zu einem herkömmlichen Filter gleicher Größe eine um 100 größere Staubauffangkapazität. PowerCore-Filter verfügen über folgende Eigenschaften: keine Bewegung des Mediums. Keine Ausdehnung, keine Schrumpfung oder Ballung. So wird die bei gefalteten Filtertypen übliche Abnutzung vermieden. Durch die Powercore-Verkapselungstechnik gegen Verunreinigungen kann sich während der Wartung des Luftfilters kein Staub oder Schmutz lösen. Auf dem Erfolg des einstufigen PCD-Powercore-Elementes aufbauend hat Donaldson den PSD-Powercore-Luftfilter entwickelt. Der PSD ist ein zweistufiger Luftfilter mit einem eingebauten, hochwirksamen Vorfilter. PSD PowerCore Luftfilter wurden speziell für On- und Offroad-Anwendungen in Bereichen mit mittlerer bis starker Staubbelastung entwickelt. PowerCore Luftfilter können mit einem Vakuatorventil am Vorfilter verwendet werden. Sie können auch mit einer Absaugung ausgestattet werden, um Verunreinigungen aus dem Vorfilter zu beseitigen. PSD-Luftfiltermodelle mit Vakuatorventilen können auch mit Dustdumper-Verlängerungsrohren installiert werden. Das Verbindungselement aus Gummi vibriert während des normalen Fahrzeugbetriebs. Die Schwerkraft hilft bei der Ausscheidung des vorgefilterten Staubs durch das Vakuatorventil. Neben verbesserter Staubabscheidung ermöglicht das Dustdumper-Klarsichtrohr die visuelle Überprüfung auf Staubansammlungen. Die Luftfilter PCD einstufig und PSD zweistufig verfügen über das gleiche Mittelteil, die gleichen Filterkomponenten. Die Wartungsschritte sind daher die gleichen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Vorfilterrohre-Tubes des PSD-Filters auf Verstopfungen überprüft werden müssen. Im Folgenden finden Sie die empfohlenen Wartungsschritte. Bei einigen Modellen befindet sich die Serviceabdeckung an einer anderen Stelle als auf der Abbildung. Schritt 1. Überprüfen Sie die Filterwartungsanzeige. Auf dem Luftfiltersystem montierte Filterwartungsanzeigen werden empfohlen, um den Widerstandsgrad des Luftfilters zu überwachen und während des normalen Betriebs auf eine erforderliche Wartung hinzuweisen. Tauschen Sie den Filter nur dann aus, wenn der Widerstandsgrad den vom Motor- oder Ausrüstungshersteller empfohlenen Maximalwert erreicht hat. Falls Ihnen der Widerstandsgrad zweifelhaft erscheint oder Sie den Anfangswiderstand messen möchten, demontieren Sie die Filterwartungsanzeige und messen Sie den Systemwiderstand mit einem Widerstandsmessgerät oder Wassermanometer. Weitere Informationen zu Widerstandsanzeigen und Messwerkzeugen von Donaldson finden Sie in Modul A18. Schritt 2. Entfernen Sie die Serviceabdeckung und überprüfen Sie die Vorfilterrohre und das Vakuatorventil. Überprüfen Sie bei PSD-Modellen die Vorfilterrohre, um sicherzustellen, dass sie sauber und nicht verstopft sind. Verwenden Sie bei Verstopfungen eine Bürste. Überprüfen und leeren Sie ebenso das Vakuatorventil und ersetzen Sie es bei Beschädigung oder wenn es wie auf den Abbildungen aussieht. Schritt 3. Entfernen des Hauptelementes. Ziehen Sie den Filter aus dem Gehäuse. Für Modelle mit seitlichem Wartungszugang müssen Sie zuerst die Filterdichtung lösen. Verwenden Sie hierfür den Griff, drücken Sie ihn am Filter herunter, um die Dichtung zu lösen. Der Filter neigt sich um ca. 5 Grad. Schritt 4. Führen Sie eine Sichtprüfung des Sicherheitsfilters durch. Entfernen Sie übermäßige Verschmutzungen und wischen Sie das Gehäuse innen mit einem feuchten Tuch aus, bevor Sie das Sicherheitselement warten. Nach Angaben von Motorenherstellern reichen einige Gramm Verunreinigungen aus, um den Motor schwerwiegend zu beschädigen. Überprüfen Sie den Sicherheitsfilter visuell. Entfernen Sie ihn nur, wenn er beschädigt ist oder ausgetauscht werden muss. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass der Sicherheitsfilter ordnungsgemäß im Gehäuse justiert ist. Der Sicherheitsfilter muss nach dreimaligem Wechsel des Hauptfilters ersetzt werden. Schritt 5. Bauen Sie, falls nötig, den Sicherheitsfilter aus. Verwenden Sie hierfür den Kunststoffgriff auf der Vorderseite des Sicherheitselements. Ziehen Sie den Filter in Richtung der Gehäusemitte und entfernen Sie ihn. Stellen Sie sicher, dass der Dichtungsbereich des Auslassrohres sauber und unbeschädigt ist. Wenn der Filter entfernt wurde und der neue Filter nicht sofort installiert wird, muss das Dichtungsrohr mit einem Tuch abgedeckt werden, damit kein Schmutz eindringen kann. Wischen Sie das Innere des Luftfiltergehäuses mit einem sauberen Tuch aus, bevor Sie den Sicherheitsfilter entfernen. Schritt 6. Prüfen Sie die neuen Filter, bevor Sie diese einbauen. Überprüfen Sie diese visuell auf Einschnitte, Risse oder Eindellungen auf den Dichtungsflächen, bevor Sie mit dem Einbau beginnen. Der Filter darf bei sichtbaren Beschädigungen nicht installiert werden. Schritt 7. Tauschen Sie den Sicherheitsfilter aus. Verwenden Sie zum Austausch des Sicherheitsfilters den Kunststoffgriff. Lassen Sie den Filter leicht geneigt in die Auslassseite hineingleiten und drücken Sie ihn fest, bis der Filter fest und gleichmäßig im Gehäuse sitzt. Bei Modellen mit seitlichem Wartungszugang muss vor dem Hineindrücken des Filters die Lasche des Sicherheitsfilters in die Positioniernut eingeführt werden. Schritt 8. Setzen Sie den Hauptfilter ein. Bei Modellen mit Wartungszugang an der Filterfront muss der Hauptfilter ins Gehäuse eingeführt werden, bis die Dichtung das Gehäuseende berührt. Bei Modellen mit seitlichem Wartungszugang muss der Filter mit einem Winkel von 5 Grad eingeführt werden, bis er das Gehäuseende berührt. Drücken Sie den Filter in Richtung des Auslassbereiches, um ihn vollständig abzudichten. Schritt 9. Setzen Sie die Serviceabdeckung wieder ein. Bei Modellen mit Wartungszugang an der Filterfront mit Scharnierlaschen führen Sie die Scharnierlaschen ins Gehäuse ein, justieren die Serviceabdeckung und schließen die Laschen. Setzen Sie bei Modellen mit Wartungszugang an der Filterfront ohne Scharnierlaschen die Serviceabdeckung auf und schließen Sie die Laschen. Setzen Sie bei Modellen mit seitlichem Wartungszugang die Serviceabdeckung auf und schließen Sie die Laschen. Entfernen Sie die Abdeckung, wenn sie nicht passt, und überprüfen Sie erneut die Filterposition. Verwenden Sie niemals die Schließmechanik, um den Filter in die richtige Position zu bringen. Schritt 10. Inspizieren Sie das gesamte Luftfiltersystem. Stellen Sie sicher, dass sich die Einlass- und Auslassverbindungen in einem guten Zustand befinden. Ersetzen Sie bei Bedarf die Gummiverbindungen und setzen Sie die Wartungsanzeige zurück. Um dieses Schulungsmodul abzuschließen, werden nachfolgend die erläuterten Schritte zur Wartung zusammengefasst. Überprüfen Sie die Filterwartungsanzeige. Nehmen Sie, sofern nötig, den Servicedeckel ab und bauen Sie anschließend den Hauptfilter aus. Inspizieren Sie den Vorfilter und die Vorfilterrohre. Überprüfen Sie das Vakuator-Ventil. Überprüfen Sie den Sicherheitsfilter visuell. Falls Sie den Sicherheitsfilter nicht tauschen, bauen Sie ihn zur Prüfung nicht aus. Falls Sie den Sicherheitsfilter tauschen, bauen Sie ihn zur Prüfung aus. Überprüfen Sie die neuen Filter. Bauen Sie gegebenenfalls den Sicherheitsfilter und anschließend den Hauptfilter ein. Bringen Sie den Service Deckel wieder an. Überprüfen Sie das gesamte Luftfiltersystem auf abgenutzte oder lose Komponenten. Diese Wartungsinformationen dienen als praktische Anleitung. Die Wartungsanweisungen Ihres Motoren- oder Fahrzeugherstellers werden hierdurch jedoch nicht ersetzt.